Heute haben wir durch Zufall am Wegesrand ein kleines leerstehendes Haus entdeckt. Wir parkten in einer der Seitenstraßen, um ein wenig unauffällig zu sein, und fanden auch schnell einen Weg ins Innere, denn die Türe stand offen. Im ersten Augenblick dachte man, hier gibt es nicht mehr viel zu sehen außer Verfall. Doch im Haus selbst wurden wir dann eines Besseren belehrt. Es waren tatsächlich noch viele Möbel vorhanden, teilweise auch einzelne Elektrogeräte. Die Gardinen hingen in Fetzen herunter. Es war alles in allem ein richtig schöner Verfall. Im Wohnzimmer, was gleichzeitig auch ein offenes Esszimmer war, waren auch noch jede Menge zahlreiche Möbel aus vergangenen Tagen vorhanden. Ein Spiegel hing schief an der Wand, uralte Blumentapeten zierten die Wände. Und in der Stube stand noch ein alter Fernseher. Auf dem Kaminsims standen Pokale aus längst vergangenen Tagen. Der Mann oder die Frau, die hier mal gewohnt haben, waren wohl Taubenzüchter. Eine ausgestopfte Taube zierte noch den Sims. Ein altes Taubenbild hing schief an der Wand. Spinnenweben, wohin man schaute, selbst auf den Treppen. Auch oben gab es noch einiges zu sehen. Gardinen, Möbel, all das wurde noch zurückgelassen. Tapete, die in Fetzen von den Wänden hingen, kaputtes Fenster. Hier ist echt teilweise die Zeit stehen geblieben. Der Boden knarrte extrem. Die Treppe zum Dachboden hinauf haben wir gelassen, denn die war alles andere als noch tragbar. Überall sah man feine Haufen von Sägespäne, was auf Holzwürmer hindeutete. Und bei alten Holztreppen, die ein dermaßen hohes Alter auf sich hatten, haben wir es dann doch lieber gelassen. Die Treppe nach unten war ziemlich steil. Beim Hochgehen wirkte das gar nicht erst so, beim Runtergehen schon. Ich musste aufpassen, dass ich nicht falle. Meine Kollegen waren ziemlich recht schnell fertig mit dem Fotografieren und ich nutzte die Gelegenheit und bin auch mal kurz durch die Räume gegangen, bevor auch ich dann rausging. Und die Fahrt weiterging zum nächsten Lost Place. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch trotzdem gefallen. Ich sag mal bis zum nächsten Mal.